So, wir bauen noch Also, mal, andersrum wir bauen gedacht. noch mal Achterbahn, oder? Wollen wir Ja, noch mal Robin Achterbahn muss bauen? üben. Gut, wenn Diesmal, ihr mal Robin, wirklich ist dein. Viel Gold wollt, dann sucht nach einer Mission, wo vielleicht zum Modifikator mit dran ist, dass es mehr Gold gibt. Aber ich glaube. Mir ist doch egal. Da haben wir im Moment nichts, ne? Ja, dann mach das. Irgendwas. Höhenkomplexität Maximum. Also, jetzt kannst du, glaube ich, dich voll verausgaben. Deine Aufgabe, Robin, ist die Ruhe so zu verlegen, dass man auch wirklich drauf surfen kann, komplett. Ohne Unterbrechung. Naja, der Neue mit der Erfahrung und dem hohen Level hat ja gesagt, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man kann ja smooth damit hin und her springen, wenn du da skilltechnisch nicht so mit klarkommst, ist das ja eher dein Problem. So. Pass mal auf, ne? Mach doch was. Das ist schon schön irgendwie hier. Holy shit, hast du ein Level! Ich das sicher jetzt was. Ja. Vor allem, wenn ich überlege, eine oder andere wie viel Minute oder wie wenig Erfahrung man pro Mission bekommt, ne? Ja, also euer blaues Level stellt sich an sich nur dadurch zusammen, die Level, die ihr mit allen Zwergen gemacht habt, geteilt durch 3. Achso. Was? Okay. Ach du Scheiße, ist die Zahl noch übler. So, 7 Fossilien, ich sehe schon eins. So, nicht schon wieder Fossilien, ich sehe auch eins. Ja gut, aber wir haben. Ja, wir sehen wahrscheinlich selber, oder? Was ist das denn jetzt? Mit jetzt die Treppe weg! Ja, das geht ja wieder. Warum? Ja, weil wir die wieder anfordern müssen. Ich hab Achso, wir brauchen jetzt erstmal die Station, ne? Ja. Also hier ist schon mal das erste Teil. Huch! Wo ist das runtergefallen? Das Problem ist, wo ist die Hauptstation? Da ist jetzt. Also den Elfen schieße ich jetzt nochmal an, ne? Ich bin zu mächtig dafür. Wenn man eine Pumpe anfordert bei einer. Da ist noch ein Fossil, da hab ich schon das zweite. Hast du jetzt auch noch eins gefunden, Alex? Warte nee, mal. Das war deins. Oh, okay. Warte mal, hä? Waren das jetzt gerade noch 7 Fossilien? Jetzt sind es 10? Ja, das ändert sich von Mission zu Mission. Nein, ich dachte jetzt gerade eben, als wir in die Mission hier gerade reingejumpt sind, dass das am Anfang bei mir noch da gestanden wäre, dass es 7 gewesen wären zu sammeln. Voll. Wo muss ich denn abgeben? Bei der Hauptstation. Station. Ah, da oben. Komm ich dahin, verdammt. Yep. So, jetzt ist noch die Frage. Ich habe noch eine Info über das Game, dass diese Mission für euch entweder sehr toll oder schrecklich macht, je nachdem. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, was bei rauskommt. Naja. Okay. Es gibt ein Achievement dafür, dass man schon bin ich raus. Eine Rail baut, auf der man 2 Minuten ohne Unterbrechung fahren kann. Oh, das klingt gut. Das klingt richtig gut. Ich hab ein Fossil. Und manche Leute reagieren jetzt so wie du, dass sie sagen, wow, geil. Und andere sagen, oh Gott, auf was für Ideen hast du die jetzt gebracht? Jetzt müssen wir hier eine Stunde rumrennen. Oh, das ist Gold. Boah, jetzt hätte ich schon Bock damit zu bauen. Ich hab grad ein Problem. Ich hab hier übergegangen. Was bist du? Welche Klasse? Ich die Tode, wenn's so weitergeht. Ingenieur. Bin ich hier richtig? Warum sind hier lauter Bienen? Was ist denn das Scheiß? Du musst die Dinger platt machen. Diese Nester. Kommt die denn auf einmal hier? Ich will doch nur abgeben und den Weg wieder zurückfinden. Das ist unsere Basis. Ach du Scheiße, da haben wir hier einen Weg gefunden. Ja, komm, wir laufen zusammen, dann kannst du mir noch kurz helfen. Soll ich dir eine Plattform bauen? Was bist du denn? Ja, du könntest mal Plattform an den ganzen Fossilien da an der Wand bauen. Ja, ich bin gerade wieder, ich weiß nicht, wo du bist und ich werde schon wieder hier angebeamt. Ja, kein Problem. Guck mal hier. Warte, ich mach den Bienenstock kaputt. Moment. So, jetzt. So, da hätte ich gerne eine Plattform.
Jo, ich bin Distanzschütze, kein Thema. Wird schon passen. Hier. Und hier ungefähr. Ja, schön. Mal gucken, ob das jetzt gepasst hat. Ja, das ist mein kleiner Intimfeind. Humpjack requested and is inbound. Sehr dunkel hier schon die Höhle, ne? Naja, Höhlenkomplexität auf Maximum. Warte mal. Wir warten das, welche Klasse? Der Speer war das. Robin, hast du es denn den Speer jetzt aktuell? Hab ihn! Nee, ich habe jetzt hier den Gunner verloren. Achso. Haben wir jetzt einen Speer dabei? Nö. Ja, den hab ich übernommen. Achso. Ach so. Weil du kannst ja, glaube ich. Du kannst ja, glaube ich, die Höhle hier viel heller machen, oder? Mit so Dingern an die Wand klatschen oder an die Decke. Aber die Decke ist ein bisschen hoch dafür. Achso. Hilfe. Aber trotzdem kann ich dann gleich mal. Wo sind die Ach, Mann. Sind schon wieder Flex. Kann man wenn du die Basis nicht findest, einfach Steuerung gedrückt halten, dann lässt du den Zwerg, den Elfenzauber kurz fallen. Ich hole ihn dir wieder hoch. Aber dann siehst du so ein paar Outlines von interessanten Dingen. Hab ich jetzt geflogen? Ah ja, okay. Das heißt, wir müssen halt irgendwie hoch. Da hat aber eine scheiß Höhle ausgesucht. Die Höhle war prozedural generiert. Da habe ich gar nichts ausgesucht. Boah, ich werde hier eine richtig geile Achterbahn bauen. Die Höhle hat uns ausgesucht. So schaut's nämlich aus. Mhm. Ah, kann ich da hoch. Safe kann ich da hoch. Na Gott, ich buddel mich jetzt einfach hoch. Ach, ich bin schon hoch. Ups, ups. Der Elf. Hab ihn. Alles klar. Dann gehe ich mal weitere Ressourcen sammeln. Jo. Als Scout auch mit einer der einzigen Aufgaben, die ich wirklich gut übernehmen kann. Jetzt habe ich schon wieder. Da ist die Basis. Eieiei. So, Robin, du weißt ja, ne? Wir brauchen am Schluss eine Bahn, und wenn man mindestens 2 Minuten lang entlang bauen kann, fahren kann. Also streng dich an, ja? Nein, das machst du jetzt nicht wirklich. Doch? Ja. Ich sagte ja. Wie Leute darauf reagieren. Was ist denn da los? Ich kann irgendwie das dreimal auf Gold hacken, dann bin ich schon voll hier. Down it goes. Das ist doppelt Gold. Muss man auch irgendwie erstmal abtransportieren. Muss ich eigentlich hin mit der Achterbahn? Zu einem von den. Ja, ja, das weiß ich. Ach, dann nehme wir ich haben doch schon, einen. Wir haben doch alle 3 Pumpstationen eh schon ausgebuddelt, ne? Oder Genau. Eigentlich könnte man jetzt noch Fossilien nebenher noch suchen. Da mache ich mir mal auf die Suche jetzt so ein bisschen nochmal. Ja, da bin ich auch schon dabei. Ich habe auch hier im Inventar. An sich wäre der Plan, dass ich mit dem Ingenieur zusammen auf die Suche gehe, weil der kann mir die Plattform bauen. Ja, aber ich habe es ja gerade eh nicht so viel zu tun. Wenn du nichts zu tun hast, du könntest die anderen beiden Rohre ja theoretisch verbinden, weil wir brauchen hier nur eine lange. Na, ach, ich habe noch was hier. Ich bin gerade schon am zweiten dran. So. Also. Oh. Jetzt kommt der Rohrneid. Also das zweite baue ich hier gerade schon. Also eins gibt's noch. Warte mal, hast du schon 2 Minuten hier Dings hier dran gebaut? Da bin ich gerade dabei zu bauen. Schön, dass du wieder da bist. Heute gibt's Deep Rock Mountain, will ich hier das mal sagen. Deep Rock Galactic. Deep Rock Mountain, das war aber das mit den Zwergen, die auf sich gegenseitig stehen, oder? Anderer Zwergenfilm, stimmt. Sehr verrucht. Aber es bringt die Geheimnisse der Zwergen in sich hervor. Mann, weiblichen Zwerg gesehen? Nope. Ich hab ne Fossilie entdeckt. Ja, boah, schon 2. Als ob ich da nicht rankomme.
Ja, Mann. Ah, ich bin nicht abgestürzt. Ich bin hier jetzt gelandet. Was kommt da? Da ist ein großer, ein richtig großer. Was ist denn für dich richtig groß? So einer mit so einem grünen Leuchteschwanz? Nee, noch größer. Noch größer. Ah ja, ich glaube, ich sehe, was du meinst. So, ja. Ah, da hinten. Müssen wir hochbuddeln. Das ist immer gut mit dem blöden Sturm da. Ich glaube, es ist tot. Hast du das Ding jetzt umgebracht? Naja, damit zweimal. Also, hast du nicht auch Dynamit gerade eben gelegt? Ich hab Dynamit mal gelegt. Ich hab Granaten auf ihn geworfen. Aber. Ich hab ne sehr gute Sniper dabei. Mit der. Es gibt Sniper? Ja. Was? Das sind die Ruckzuckplatte, die großen. Wie kriegt man andere Waffen? Also, ich weiß jetzt ja, wie man die upgrade, aber andere Waffen? Wenn du weit genug gelevelt hast, dann bekommst du eine Aufgabe. Das heißt, du musst ein paar Missionen machen. Jetzt. Und wenn du das fertig hast, kannst du dir andere Waffen kaufen. Es gibt jeweils 3 Primär- und 3 Sekundärwaffen für jede Klasse. Oh, cool. Das und beim Scout ist es halt dann die Sniper. Mit der bin ich halt gegen viele Ziele jetzt total useless. Ja. Aber ja, gerade wenn dann die dicken Brummer kommen, dann geht das schon recht gut. Glaube ich. Ja. Hier ja, kannst du dich malen übrigens, Robin. Ich habe mit dem mal so einen Heilstein markiert. Warte mal, wo hast du was markiert? Achso, da ist aber auch noch einer. Du musst mit deinem Roll jetzt natürlich aufpassen, weil es müssen 2 Minuten ohne Unterbrechung sein. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendwo dagegen stößt und abstürzt von der ganzen Schicht, musst du naja, gut, aber das irgendwie wegmachen. Das können wir ja testen, beziehungsweise wenn wir irgendwo runterfallen, dann bohren wir halt nochmal irgendwo halt ein bisschen Erweiterung ran. Genau, das Problem ist, Robin hat noch nicht so die Erfahrung mit langen Rohren, weißt du? Aber das gefällt mir hier schon gut, der geht hier nämlich über Säulen drüber, das ist sehr, sehr, sehr schön, ja. Finde ich super. Aber was halt manchmal... Lex, ich werde schon wieder gelobt. Warum wurdest du heute noch nicht gelobt? Ach ja, weil du heute noch nichts Bemerkbares gemacht hast. Ah, okay. Ich ertrag dich, das ist mir schon Lob genug. Okay. Ja, aber es gibt halt ein paar Sachen, die kann man nicht abbauen. Gerade wenn man zum Beispiel an so einen Meteoriten rangeht. Und wenn man da natürlich dann dagegen stößt, müsste man die ganze Sache wieder abbauen. Ach, wir haben ja die 10 Fossilien mittlerweile schon, ne? Was für eine Pumpstation baust denn du jetzt an? Die ganz unten oder die... Ne, die links hier von mir. Was ist denn jetzt links von dir? Was passiert hier gerade? Achso, ja, ja, achso, das heißt die mittlere, ne? Also nicht die ganz unten. Weil dann würde ich oder? Die ganz unten mal an. Also, ich sag nee, mal doch, so, wenn du. Zu der ganz unteren, dann krieg ich auf jeden Fall die 2 Minuten. Genau, weil dann hast du nämlich den längeren Weg, genau. Ja, genau. Vor allem, wenn wir dann von der unteren nach oben fahren, dann haben wir relativ viel bergauf, dann fahren wir langsamer. Oh, oh ja, das ist gut. Also, irgendwie verfluche ich dich gerade ein bisschen, dass du diese Queste hier gesagt hast. Eine Quest ist eine Quest, die muss man annehmen. Ich hab mich verlaufen. Dann, wo war ich denn da? Wir müssen eh mal gucken, weil je nachdem, wie lange wir hier bleiben, werden die Horden halt immer größer. Sehr schön, damit habe ich zu dir gefunden. Ah, okay, verstehe. Das heißt, ab einem gewissen Punkt kann es eventuell sein, dass wir das so schwer wird. Einfach nicht mehr genug Munition haben. Um uns weiter zu heilen. Aber was vielleicht mit der einen Pipeline, auch wenn die nicht unten angeschlossen wird, könnte man die einmal bis nach unten bauen und wieder nach oben. Dann kann man nämlich relativ simpel von ganz unten nach ganz oben fahren. Hm. Das würde uns gerade das Transportieren von ganzen Ressourcen hier deutlich vereinfachen. Einfach durch den Tunnel, den wir da eh schon gebuddelt haben. Nach unten führen. Ich mache gerade was anderes. Ich wollte gerade sagen, Robin und Teamplay. Er macht ja die Hauptaufgabe. Er macht das Projekt. Und wir machen halt das drumherum. Er macht einen Scheiß. Welchen Haupttunnel, den ihr gegraben habt? Ja, wir haben einen Tunnel, mit dem wir nach, von unten nach oben klettern können. Das heißt, es ist die Welt, die wir gerade nach oben haben. Und wenn man da halt... die zweite oder die dritte in dem Fall Vorleitung einfach mal kurz hinbringen könnte.
Ich hätte mal eine kurze Frage, was bringt denn die Geschenke, die da überall verteilt sind? Ist das hier die... Welche ist denn das jetzt hier gerade? Okay, der Bohrer macht gerade die, die nach unten führt, also nicht die, die für 2 Minuten Schnippe, richtig? Genau, ich baue jetzt die mittlere. Wo wolltest du jetzt genau die Dings hin haben? Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, wo die Verbindung nach unten ist. Warte, da was? Haben wir hier irgendwo... Also an sich ist es egal, wie du runterkommst. Du kannst theoretisch einfach einen Tunnel nach unten, oder? Du willst hier nach unten, oder was? Habe ich jetzt gemacht, ja. Wenn du auf die Karte guckst, suchst du dir einfach den tiefsten Punkt und da möchte ich hin. Den tiefsten dass Punkt, wir, okay. Genau. Dass wenn wir da unten sind und irgendwie eine Perle in der Hand haben zum Beispiel, dass wir einfach so, auf die okay. Ja, springen können und nach oben fahren. Gut, dann baue ich einmal runter, gerne. Genau. Und oh, das auch wird auch eine geile Bahn, sag ich euch. Das wird eine geile Bahn. Und auch wenn da dann nachher Unterbrechungen mit der anderen Bahn sind, also wenn die andere Bahn da einfach drüber gebaut wird, ist dann egal. Hauptsache, wir müssen nicht ständig klettern. Also das ist nervig. Was ist diese jetzt nervt mich doch nicht, ihr blöden kleinen Grimmel. Oh, warte mal, Robin, wenn du da bist, warte mal, dann baue ich erstmal drunter, dann baue du drüber, damit wir bei deiner Bahn nicht abgebrochen werden. Oh, was ist denn das noch? Oh, was haben wir denn da? Magnet. Warum steht hier noch Magnet rum? Wo ist jetzt eigentlich hier die Bohrstation? Ach, da unten, okay. This never gets old. Achso, Moment. Ja. Und wenn du mal wissen möchtest, wie weit du bist, dann kann ich das gerne mal kurz mit dem Timer einfach stoppen, wie lange ich brauche. Ne, ich glaube, ich bin schon relativ lang. Ja, das habe ich auch jedes Mal gedacht, wenn ich das Ding gebaut habe. Ja, ja, das bilden wir uns öfter mal ein. Mindestens 30 cm, ja? Mindestens. Ja, ja. Dann war es die 10 cm Sportausstattung. Was? Du bist schon drin? Naja, sei mal froh, dass überhaupt was spürt. Ja, so viel frustrierend, wenn es dann nur heißt. Ja, du darfst übrigens an. Schlimmer ist, wenn er sagt, ich bin schon fertig. Da warst du zu langsam, oder wie war das? Ich hab ne Perle. Nehmen wir halt den langen Weg, ne? Ja. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu Nitra-Dings da, wenn ich den Weg wieder finde. Shit, wo waren das jetzt wieder? Oh Mann. Kann ich die letzte Markierung von mir sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mit einem du kannst, aber wenn du Steuerung gedrückt hältst, mit E einen Wegpunkt setzen. Und der bleibt, bis du einen neuen setzt. Das ist natürlich genial, dass ich das. Was hast du mich hier so eigentlich angespuckt? Du warst angespuckt? Ja, hier ist so. Wie heißt denn das? Ja, ich schaue es mir gerade an. Hier sind so Geysire aus der Wand. Ja, das ist so Sturmzeugs. Ja, oder ist das giftig? Nee, das schleudert nur. Ach so. Schmacharm. Ja. Ich glaube, das sind nicht wieder große Viecher. Würde mich wundern. Da ein bisschen. Warte mal, jetzt komme ich ja bei Robins Bohr-Dings raus, da wo er hinbauen wollte. Einfach nicht verbinden. Nicht und verbinden. Zum anderen hinfahren. Was jetzt? Weil wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur die schnelle Lösung. Schnell ist ja in Anbetracht dessen, was Robin vielleicht baut, schnell, aber die wird auch, glaube ich, schon ein bisschen dauern. Junge, geht doch weg! So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo ich zu dem anderen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mein Blümchen. Dann Gäste. Bei mir, ich bräuchte mal Hilfe. Yep. Glaube ich. Ich bin auf dem Weg.
Scheiße, wo bin ich jetzt runtergefallen? Egal, das war. Du bist bei mir, glaube ich. Ja. Whee! Ich brauch mal Muni, sehe ich gerade. Ich war die Bahn. Wie lang? Ach hey, ach hey, ach hey, Jemini. Ach hey, Jemini. Frage ist, auf welcher Feste jetzt gerade? Ja, keine Ahnung. Also, ich kann mal gucken. Ich fahr auf jeden Fall sehr lange gerade. Da ist Meinung. Die 2 oder die 3? Ich weiß es nicht. Ja, guck alle mal drauf, ob du dann, wenn du ja, wenn ich am Ziel bin. Ja, das ist die lange. Alter Schwede! What the fuck? Ein Spaß für die ganze Familie. Mir ist schlecht. Nicht nur. Ach, wahrscheinlich ja. Nicht mehr miterleben wirst, wenn du auf dem Ding rumfährst. Lass mal Robin sein. Du kannst übrigens, wenn du auf dem Ding fährst, Shift gedrückt halten, dann schaust du immer nach vorne, wie auf so einer Achterbahn. Ah, das ist auch wieder gut zu wissen. Ja. Wo muss jetzt eigentlich hin? Die Perle ist wohl schon weg. Du musst da nach unten. Fahr ich da lang. So, ich würde dann mal Versorgung rufen. Oh, okay. Und zwar oben an unserer Puppe. Die ist bisher sehr gut. Jetzt hör doch mal auf, Robin zu loben, ey. Das höre ich mir dann wieder ewig an. Mal, lang bist du nicht, ich hab eine tolle Bahn gebaut. Seht ihr mal was von was? Ah, das ist die, das ist die Ressource, die ich wollte. Ah, da habe ich was ganz anderes wohl nochmal gefunden. Ich bin voll. So, wie komme ich jetzt da raus, ohne dass ich jetzt da. Achso, das ist eh meine eigene, dann ist ja egal. Komm ich da jetzt runter? Der wichtige, ja, das ist aber bevor du da jetzt den direkten Weg runter gehst, würde ich dir empfehlen, das einmal Probe zu fahren. Ja. Nicht, dass du jetzt zum Beispiel erst 30 Sekunden hast und ui. Oh, noch Moment. So ist es egal, ob man muss einmal den Weg schaffen, ne? Egal welche Richtung. Genau, das ist egal in welche Richtung musst okay. Du an sich. Bist du weil rückwärts bin ich gerade runtergeschleudert worden. Das wolltest du gesagt haben. Ja, an sich ist die Kondition relativ simpel. Du musst 2 Minuten, ohne von der Bahn abzusteigen, drauf bleiben. Aber da du nicht bremsen kannst und auch nicht umdrehen kannst, musst du in eine Richtung für 2 Minuten fahren können. Nee, passt. Hui, da bin ich. Mann. Hier hat jemand einen Timer, der mal stoppen könnte? This goes here. So, kann ich machen. Sekunde. Ich fahr jetzt schon echt ziemlich lange. Welche Bahn baust du 3, ne? Ich baue 3. Ich baue 3. Du baust 3, okay, dann geh ich mal auf die 3. Ne, das ist 1. Jetzt haben wir mal Schluss hier. Was ist das? Ich glaube, ich muss aber trotzdem noch ein bisschen länger bauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hinbaue. Okay, bei 3 bleibe ich schon mal hängen, gleich am Anfang. Ja, ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt die. Ja, ich will nur runter zu dir. Hä? Warte mal. Hä? Was? Die geht nicht nur runter, die geht auch irgendwann wieder hoch. Aber ich weiß noch gar nicht, wo ich genau wieder hin muss. Also ich mache jetzt gerade mal mit dem Timer die Fahrt mit der langen zurück. Jo. Ich glaube, das wird ins hingebaut. Das ist doch komplett. Moin. Moin.
Ich hab deine Bahn verloren. Wo geht die lang? Ach da. Pipe Construction hier! So, also ich hab jetzt schon mal 30 Sekunden. Was gut. Jetzt rät ja gerade Steine oben. Oh, 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 oh. Die hat aber gut Speed eine. Oh Gott, was passiert? Ich hab jetzt weit geschleudert. Gibt's hier irgendwo ein Medikit? Roter Zucker. Ja. Also Daniels Bahn macht schon Spaß. Oh. Das müssen wir. Ach, das kann man gar nicht weghauen. Ah, okay. Ja. Schade. Wie komme ich da jetzt rüber? Eine Minute. Das ist jetzt meine Bahn. Jetzt kommen ein, zwei Minuten doch sehr lang vor, ne? Oh. Also eine Minute sieben. Ach du Scheiße, das heißt um die Hälfte ungefähr. Ja. Und darum meine ich, hättest du das jetzt unten nämlich verbunden, sobald du das mit dem Ende verbindest, mit der Pumpe, kannst du es nicht mehr abbauen. Sehe. Und du wärst jetzt halt, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich fast schon gerade drauf zugegangen. Ja. Dass wir gestoppt haben, weil dann kann ich jetzt noch mal ein bisschen weiter bauen. Liegt denn da? Ja, weil wenn wir hier schon Zeit verschwenden, dann machen wir es auch richtig. Ja, super. Freue ich mich. Nein! Ich bin tot. Keine Sorge, dafür bin ich. Meine Güte, das Ende, ey. Ich hab nichts mehr gesehen. Das Ende von der Wand. Ist hier so ein komischer Sturm auf einmal? Ich sehe nichts. Mir geht's genauso. Verflixt, wo ist denn jetzt eigentlich mein. Ist der ich sehe meinen Anschluss immer noch nicht. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der mit angebaut? Ja, eine macht eine ewig lange Bahn, der andere verliert seine Bahn. Ich bin komplett lost hier gerade. Auf der Map. Ja, ich versuch das schon. Oh, oh Gott. Ich habe sogar meinen Border schon leer gemacht. Kann sein, dass die Höhle gar nicht so verwinkelt ist? Das ist irgendwie nur ein großer Raum, oder? Kann das sein? Ja, schon, ja. Das ist oft so. Also nur selten hat man hier nochmal. Meine ist da oben, okay. Nee. Hey. Das ist meine Bahn. Das ist meine. Das ist meine hier. Ja. Ich hab sie dir wiedergefunden. Gerne geschehen. So, wo muss ich jetzt hin? Nein! Du musst. Pumpe. Oh Gott, ich muss glaube ich in die Richtung darüber, oder? Ne, das ist Pumpe 1. Das ist deine Pumpe. Das ist deine Pumpe. Hä? Welche? Oh Leute, nein. Die da oben? Die in die Richtung. Ich hab keine Muni mehr. Die in die Richtung. Haben wir die da drüben Muni? Hier? Ja, die da. Ach du Scheiße, wir kommen da jetzt wieder rüber. Oh fuck, ich hab hier ein Problem, glaube ich. Du hast ein MP. Du hast das eine Minigun. Ja, ohne Muni. Ich hol mal kurz Verstärkung. Ja, dann musst du dir jetzt mal nicht suchen. Alter, nee. Ich bin hier irgendwie eingesperrt, Kapitän. Alles gut, ich benutze ihn mal kurz als Köder. Jo, jo, mach mal. Das war's. Hier. Oh, da komm ich lass raus, mich doch mal in. Du kannst auch ein Seil spannen. Ach so, ja, warte mal. Recht einfach rausfahren. Ja, stimmt. Ich auch. Nicht zu steil. Ja. Na, du musst wahrscheinlich eher von hier hinten oder aus deinem kleinen Löchlein hier. Da. Ja, das könnte funktionieren. Als ob! Ah, wo bist du? Bin auf dem Weg. Das ist sehr nett. Ich wollte mich auf zu neuen Gefilden machen. Du bist auch gekommen. Robin, baust du gerade eine 1 oder baust du gerade eine 2 rum? Ich baue gerade eine 2 rum. Okay, gut, weil dann kann ich das andere Rohr ja quasi so ein bisschen überbauen. Die 1. Machst du hier oben? Ich wollte mal gucken, ob es da was Schönes noch gibt. So,
Gold. Haben wir irgendwo so mal ein Versorgungspaket oder was hingelegt? Ja, ich hab bei der 3, wo ich baue. Oh Gott, ich verliere mich selber. Weil mich langweilt gerade ein bisschen, weil ich nichts mehr finde zum Abbauen. Ja, schauen wir doch mal. Mann, was sind da? Ich rutsche auf meiner eigenen Bahn aus. Also ich leuchte mal so ein bisschen die Wände aus. Ja, ich guck auch gerade so mal so grob immer durch jetzt überall. Ja, aber wenn da noch irgendwo was hängt, dann könnte man da noch eine Plattform hinmachen. Pipeline Place! Pipe goes here! Mine carts are so last year! Oh. Und ich also muss jetzt ja warten, bis jemand hier seine 80-Stunden-Bahn da gebaut hat. Ey, das ist wichtig. Ja, ja, toll. Also ich glaube, jetzt habe ich die nicht gut ausgeleuchtet. Dann schauen wir, ob du noch irgendwo was findest. Es ist halt nichts da. Oh Gott. Ich guck mal. Ja, du hast auch alle Perlen abgegeben, ne? Sonst hättest du dir noch mal eine Perle runterschmeißen können und dich hochkraxeln. Ja, natürlich. Jetzt kommen wir mit solchen Themen an. Das ist ja wie so, wenn man das Kind ins Zimmer schickt. Ja, spiel doch was. Aber ich weiß nicht was. Ist doch egal, spiel irgendwas. Du hast so viel Spielzeug. Vielleicht sollte Alex auch mal Bahn bauen hier. Ich musste mit dir immer irgendeinen Scheiß spielen. Zum angekommen, ja, der kann gar nicht fliegen. Was? Dann weiß ich noch, Alter. Der hat doch damals da diese Actionfiguren. He-Man. Achso. Ah, okay. Der kann gar nicht fliegen. Ja, hallo, wenn, dann muss man sich ja auch an die Statuten halten. Junge, Alter. Die Lore ist wichtig, ja. Und du kommst mit so einem Regelbuch an. Ja, ist doch wahr. Das war so geil, ey. Der kann gar nicht fliegen. Ja, das war so ein Scheiß angerecht, ey. Ja, hallo? Das ist wie wenn du mit einem Delfin spielst und sagst, ey, den fliegt jetzt durch die Gegend. Scheiß macht er. Delfin auf Drogen vielleicht schon. Oh, Scheiße. Ich bin tot. Na, kann ich auch nicht fliegen, ne? Ich bin vielleicht ein bisschen von der Decke abgeschüttelt. Nee, ich kann auch nicht fliegen. Ich kann Fliegezwerg. Blöd. Dankeschön. Du hast eine super Aufgabe, die du machen kannst. Das ist doch diese lange Achterbahn, die hier überall kreuz und quer fährt. Irgendeiner muss die auch noch bauen. Ja, genau! Komm, das wäre doch was! Finde ich einen guten Plan. Geht's schneller, Alex, komm! Du musst halt bedenken, je länger wir damit warten, die zu bauen, desto länger dauert es dann am Ende. Jetzt muss ich diese Scheiße auch noch bauen! Ja. Das ist Teamplay. Ich weiß gar nicht mehr. Gibt's eigentlich auch Hinrichtung so selbst? Nope. Außer du spielst Bohrer, dann kannst du dich einfach selbst hochjagen. Ich spiele aber jetzt Bohrer. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt diese ganze Kacke auch noch bauen. Vor allem, Daniel, was ist denn eigentlich dein Auftrag? Warum baust du so einen Scheiß? Weil ich's kann. Das Backup nicht funktioniert. Ach, du machst es aus Spaß jetzt, oder was? Ich habe einmal runtergebaut und dachte ich mir, okay, damit Snoopy was zu sehen hat, bekommt jetzt auch noch eine Bahn. Ja, weil die Enttäuschung vorhin so groß war. Ich bereue nichts. Ey, wir sind jetzt eine halbe Stunde damit beschäftigt, diese scheiß Rohre alle zu bauen. Wir haben eine halbe Stunde lang hier gerade Spaß. Also gut, ich habe meine fertig gebaut. Ich fahre jetzt mal entlang, mal gucken. Oh, noch eine halbe Stunde. Ich meine, zum Glück habe ich nicht erwähnt, dass es auch noch ein Achievement dafür gibt, eine Stunde in der Mission zu setzen. Oh. Na, ich als guter alte Achievement Hunter, ne? Also. Oh, verflixt. Wieso hänge ich denn hier fest? Das ist ja blöd. Monster, ja, töte mich einfach. Töte mich! Friss mich doch einfach auf. Ich meine, du könntest doch ein paar Mal von der Klippe springen. Ich dachte, das war schon ein Statement, aber hat ja keiner gerafft. Oh, nee. Wie kann ich nochmal was kaputt machen? Einfach abbauen mit der Spitzhacke. Ah, okay, habe ich gerafft. Easy. Oh.
Okay, ich ansonsten hat sie noch ein paar andere sehr unnütze und zeitintensive Schilder. Langsam wirst du mir echt unsympathisch. Aber die hebe ich mir von anderen Mal auf. Nächste Woche Dienstag, ja. Fun Ride! Sie haben das mal. Was ist ein Kacksbund dafür? Okay, meine sind nicht so ganz optimal, weil ich halt teilweise irgendwie um andere rumgebaut habe. Da hängt man so ein bisschen fest. Aber man kann da durchaus auch schon so ein bisschen fahren. Na dann. Ja, aber ich bin ganz ehrlich. Well done. Pipeline successfully. Die eine Stunde, die macht man irgendwann halt mal so nebenher, weil man irgendwas nicht findet. Und ewig dann nebenher ist heute. Jetzt. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Baron. Man darf die Scheiße auch noch verteidigen. Naja, da habe ich euch zumindest auch noch einen Fact, der euch da ein wenig die Sorgen nehmen kann. Mag deine Facts. Bei den Rohren gibt es kein Verteidigen. Weil was? Egal, was ihr tut, egal wie sehr ihr euch anstrengt, die Rohre sind kaputt. Ja, das mag sein, aber dann die Leckstelle immer finden. Was ist denn hier los? Wieso ist denn die... Wer baut hier schon jemand an der... Keine Ahnung, wo ich drauf bin. Ja, ich baue schon nebenher. Hab da auch nichts zu tun. Welche baust du gerade? Die 1. Gute Frage. Dann gehe ich auf die 3. Ah ja, genau das, was die, wo ich gerade am Bauen war. Wo du jetzt gerade stehst. Du bist bei der 3. Die 3 an, diese Scheiße! Einfach oben gucken. Das ist, auf dem... 2... Die 3 ist schon hier oben, ich baue hier gerade weiter. Ach so. Hallo Timo! Hallo Timo und you are dead by daylight. Hat's geklappt. So, mal gucken, wie lange wir jetzt beschäftigt sind, bis die Bahn fertig ist. Ich war jetzt die bei Bahn. 1:07, ne? Wir sind immer noch am Anfang. Rückwärts. Ja, nein, stehen bleiben! Oh Mann, okay. Bin losgefahren. Und allein Statistik halber sollte rückwärts länger dauern. Rückwärts bin ich schon runtergeschleudert worden. Ich nicht. Das heißt, du hast wahrscheinlich die andere Bahn erwischt. Alter, ich hasse diese Scheiße. Meine Fresse. Und dann noch dieser Jump-and-Run-Käse. Ach, bau doch eure Scheiße alleine. Ich gehe jetzt offline und gehe wieder online, wenn wir fertig sind. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Du hast ganz schön wenig Durchhaltevermögen. Und vor allem gar keinen Spaß, ja. Ja, ich kann mich nicht verteidigen, ich muss Rohre bauen. Wir müssen aus dem Ganzen jetzt einfach so ein Kollaborationsprojekt machen. Und jetzt Minecraft für Arme, ja? Wir spielen Rohrcraft. Kennt ihr doch HP Rohrcraft, oder nicht? Ja, genau. Weißt du, es reicht ja schon, dass Robin seine ultimative Bahn baut. Hallo, und mir wurde auch noch gesagt, ich soll nach unten bauen. Da habe ich nach unten gebaut und dachte ich mir, damit es nicht ganz so langweilig wird, baue ich halt noch ein paar Kurven rein. Baust du noch mal 80.000 Kurven rein? Ich kann einfach meine Bahn, Alter, und ich komme nicht hinterher. Oh fuck. Oh fuck, da muss ich was ändern. Neue Welle. Ich würde glaube ich noch. Haben wir noch ein Nitrat? Fuck, ich hab hier glaube ich einen Fehler. Alex, wir haben gerade ein bisschen Besuch hier. Ich muss bauen. Wir wären schon längst raus. Hey, da ist noch Gold? Warum ist das Gold da noch da? Ist mir scheißegal, ich muss jetzt bauen. Ja, dann baue ich Gold ab jetzt. Super, Gold voll, das wäre ich mal zurück. Hau du mal weiter. Ja. Heißt du, ich bin der geilste Ingenieur überhaupt? Ich kann nämlich auch einarmig bauen. Bist ein einarmiger Bandit vielleicht?
Hör jetzt weg. Aus. Fuck. Ich bin hier gerade weggeschleudert worden. Ach nee, von deiner 2-Minuten-Bahn. Das heißt, die ganze Arbeit war umsonst? Nee, das ist nicht. Nicht da, woanders da. Weil mich da gerade attackiert haben. Ah ja, ich habe gerade einen Floor entdeckt, den muss ich neu bauen. Aber das war jetzt hier nicht. Wissen das, kann man eigentlich so Zwischenstücke neu bauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also wenn man jetzt irgendwo eine Stelle hat in der Bahn, die dann halt. Dann musst du von hinten alles wieder aufbauen. Ja, genau, dann muss ich ja alles wieder wegmachen. Das ist ja ein bisschen ungünstig. Jetzt sehe ich hier nichts. Baut mal meine Bahn bitte nicht weiter mit den Rohren. Ja, ich. Mal, welche Bahn aus war denn deine? 3, 2, ich weiß nicht. Grund sollte man regelmäßig gucken, ob das funktioniert, wenn man zu nah an irgendetwas rangebaut hat. Ja, genau, das ist nämlich gerade mein Punkt gewesen. Ich habe da nämlich bei anderen Sachen kurz verkackt gehabt. Aber was? Wo ist jetzt die 2? Ich finde meine Bahn nicht mehr. Kannst du gar nicht verfehlen, die ist in der ganzen Höhle verteilt. Ich bin hier gerade am Start. Irgendwo ist immer 2. Und 3. Warte, ist das hier 2? Welches ist denn die ganz lange? Die 2 muss ganz die ganz, lange ganz, ist ganz die lange. Zwei. So, warte. Die ganz lange ist die 2. Ja, ich hab da am Ende gerade bei 2 Passagen was verkackt, das heißt, da muss ich ein Stück neu bauen. Hoffentlich ja, nicht am Anfang. Ja, aber alle anderen. Ja, Timo, das ist aber... Das ist nee, normal. Warte mal, die 2 ist nicht die von mir. Na, doch? Also nee. Die ganz lange müsste die 1 sein. Die 1, ja. So, dann habe ich nämlich hier drüben jetzt schon ein großes Problem. Ja, ob ich an der einen Stelle auch. Dann. Weil hier die 3 auf die 1 gebaut Ja, genau, wurde. Richtig. Weil ich nämlich vorhin so extra gefragt habe, ob die 1 die lange ist und dann hieß es nein. Huch! Fuck. Warte mal, was? Ja, ich habe nämlich vorhin extra schon gefragt. Ja, die 3 ist schon verbunden. Okay, nee, das heißt, wir haben es eh verkackt. Dann ist eh verkackt, dann... Nee, wartet mal. Nein, wir haben ein Riesenproblem drin und... Ja, wo denn? Weil ich auf die 1 gebaut habe. Ich habe die 3 irgendwann mal auf die 1 gebaut, um wieder irgendwo rüberzukommen. Ja, wir haben hier... die 3 auf der 1 und da die 3 schon verbunden ist, wird das nicht abbaubar sein. Ja, warte mal, wo ist denn dort? Oh mein Gott, ja, okay, dann ist eh verkackt. Das ist ja ganz am Anfang. Ja, ich hatte aber vorhin auch extra gefragt. Ich weiß aber schon, wenn wir jetzt sagen, wir starten die Mission neu, dann weißt du aber schon, dass einer nichts mehr mitspielt, ne? Ja, ich weiß. Der schon kein Wörtchen mehr sagt. Nee, der Punkt ist, ich habe gedacht, das wäre die 2, weil ich habe ja angefangen mit den Dingern, ne? Und ich hatte ja eins schon fertig genau. Und dann habe ich das als zweites gemacht, aber das ist ja der anschließende Punkt passiert? 3, weißt du. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Moment mal. Oh Gott. Ich verbinde jetzt runter zum Punkt. Auch das kann jetzt einen Moment dauern. Na, so lange dauert das jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, was du Nein, es dauert gar nicht so lang. Ich baue die ganze Zeit schon nur an Daniels Bahn rum. Naja, vor 10 Minuten angefangen. Ja. Aber es macht doch Spaß, hier lang zu fahren. Ich weiß sogar nicht, was du hast. Wir haben hier eine schöne Achterbahn gebaut. Alex ist wieder so negativ. Nee, die ist scheiße, weil die nicht mehr funktioniert. Jetzt hört mal auf, den zu loben. Er hatte eine Aufgabe, eine Achterbahn bauen, auf der man 2 Minuten fährt. Und hat es verkackt. Kein Lob mehr. Ich hab's gesagt, lobt ihn nicht. Und jetzt sieht er, was passiert. Ich hab die regelkonform gebaut. So, und nochmal zu dir, Timo. Halt Kommunikationsproblem oder sowas. Ich denke, das ist ganz normal, dass man öfter stirbt als andere, die das Spiel in- und auswendig spielen. Ich meine, ich habe da schon Let's Plays gesehen von Leuten, die Dead by Daylight zocken als Survivor. Die verarschen ja auch einfach nur die Bösewichte, ne? Die provozieren sie ja extra, also die sind ja voll trainiert. Was ist denn jetzt? Warum ist so ein fetter Zwergenarsch vor mir? Der fette Zwergenarsch hilft dir, damit das Rohr schneller fertig wird. Kümmer dich um andere Rohre, ist mein Rohr. Nee, das ist mein Rohr. Hast du das vergessen? Ein Scheiß ist das. Jetzt wünschst du dir denn wohl, dass es dein Rohr wäre, so lang wie das ist. Nee, das Schlängelding. Was nützt denn das, wenn das Ding 8 Meter lang ist und in der Mitte schlaff? Bringt ja gar nichts.
Da hast du Erfahrung mit, ne? Ach, hey. Ja, jetzt erlebt er mich wieder, wenn ich genervt bin von so einer Scheiße hier. Ja, ich sehe nur noch Rohre. Nächstes Mal kündige ich nicht mal an, wenn wir Rohrmission machen. Sonst steigt Alex nicht in die Kapsel ein. Nee, ich steig ein, aber ich hinterlasse euch erstmal Sprengstoff in der Kapsel, das sage ich euch. Ich sehe nichts mehr. Alex, kannst du mal kurz zu mir kommen? Nein. Bitte. Nein. Bitte. Ich baue jetzt diese scheiß Bahn fertig. Ich bin kampfunfähig. Ich habe hier noch gar nichts und habe was Böses geweckt. Ich sehe dich. Wenn ich jetzt noch irgendwie da hinkomme. Keine Zeit, ich muss hier Rohre verlegen. Ey, wir sind jetzt gerade bei der Mitte, glaube ich. Fuck! Oh, das Rocket in die falsche Richtung. Der ist ein Sandhai. Der hat mich die ganze Zeit schon genervt. Ich habe einfach ignoriert. Oh. Ach Gott, du hast halt einen Tunnel gebaut. Wo ist der Eingang? Huch! Wer bist du hier? Ja, da oben war hier so ein... Der kommt da jetzt runter. Ach, scheiß macht der. Guck mal, der kommt da gar nicht runter. Das Loch ist so klein. Das ist nur zwergengroß. Hä, wie hast du das hingekriegt? Was? Ach so, ah, okay. Ja, alles gut. So. The swarm is upon you. Fuck, wo ist denn jetzt, wo muss ich jetzt die drei entlang fahren, dass ich wieder zu Alex komme? War ich jetzt vorwärts oder rückwärts? Ach, guck. Oh, ich hab noch eine Perle gefunden. Siehst du, die wäre uns vollkommen entgangen, wenn wir einfach die Mission gerusht hätten. In der Zeit hätten wir schon drei andere Missionen gemacht mit 15 neuen Perlen. Oh, fertig, Gott sei Dank. Aber die ist schon cool zu fahren, muss man ja zugeben. Macht schon Spaß. Und man kann es ja irgendwann mit mehr Motivation nochmal versuchen. Ob jetzt schon wieder so viele Viecher kommen? Horde. Man kann das ja auch im Singleplayer spielen, ne? Habe ich gehört. Wusstest du gar nicht, dass du so viel Spaß am Bahnbau hast, dass du es alleine auch mal probieren willst? Wo bin ich? Was? Hallo? Ich bin orientierungslos. Ich fahre einfach weiter. Ja, so gerade die Mission, wenn man da so eine riesige Schlange baut, ist im Singleplayer ganz angenehm, weil dieser Roboter, den man dabei hat, der kann die einfach bauen. Robin, welche Bahn ist deine? Die mit den weißen Punkten ist noch zu machen. Weiße Punkten? Achso. Ah, okay. Genau. Bin jetzt auch wieder am zum Ende fahren. Wie viele Leuchtdinger hier auch rumliegen, ey. Wir machen das danach wieder sauber. Das ist ja wie nach der Love Parade. Das bleibt da. Ja, und dann muss Berlin wieder ran und muss alles wieder sauber machen. Wofür gibt's die Bundeswehr in Deutschland? Ja, das stimmt. Wenn sie schon nicht gerade ausschießen können, können sie wenigstens das Zeug wegmachen. Alter. Oh, hier war auch schon ein Fehler. Oh. Ach, das ist die Überlagerung. Komme ich denn jetzt da weiter? Danach habe ich dann halt jetzt ein oder zwei kleine Mini-Fehler, die wir abgeht. Ich habe easy beseitigen können. Aber den einen Fehler, der ist zu. What the fuck? Ich kenne mich nicht mehr. Wo muss ich denn jetzt weiter? Aber das hat mich hier gerade richtig hart attackiert. Hier geht's weiter zu bauen. Hier drüben bei mir. Jetzt hört auf, ihr blöden Mistviecher! Lasst mich zufrieden, ich bin der Rohrbauer hier. So, ich fahr mal die 1, mal gucken. Ich finde die halt cool, weil der Anfang geht halt direkt über diese Klippenteile da drüber. Hui!
Nein! Da bin ich doch gar nicht hin. Ja, hier sind wir richtig. Wie gesagt, Bendy, wie dann? Ja, ist der Flenderzwerg. Dann die Litern. Das ist doch ein Witz! Nein, stopp nicht weiter fahren. Also was ist das denn, Mann? Du schießt einen Millimeter der Klippe und plötzlich legt sich dein Charakter Yeet, Alter, und springt quer durch den Raum. Yeet! Oh, fuck. Okay, ich bin da, aber ich habe auch nicht so viele Hitpoints. Also wenn irgendwann am Boden ist, dann hole ich die, weil ich bin da wahrscheinlich am mobilsten. Oh Gott, Du darfst von der Bahn nicht runterfallen, du weißt nicht mehr, wo du ansetzen musst. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Was ist denn der blöde Santa? Ich wollte den noch weggrillen. Ich sehe hier nichts mehr. Orientier dich einfach an der Röhre. Auch das hilft nichts mehr. Ich weiß halt nicht, ob ich hier gerade richtig rumfahre oder falsch rum. Ja, das ist Ne, ich war falsch rum. Ich wollte immer runter. Ich glaube, es sind noch viele Röhren. Schade, ich war so weit schon mit der 1er Röhre gerade am Fahren. Jetzt muss ich wieder eine Minute lang fahren, bis ich wieder über irgendwo bin. Nope, Sandheil, nope. I'm taking some of the ammo. Much better. Sind wir irgendwo, wie viel Nitrat wir noch haben? Wenn du Steuerung gedrückt hältst, siehst du auf der oberen rechten Bildschirm. Ah, okay, wir haben ja noch. Oh ja, da haben wir ja. Gesammelt. Gut, dann stelle ich nochmal oben beim Versorgungslager eine neue Versorgungsstation hin. Ja, mach mal. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass wir den L schon gesammelt haben und so. Ja, und das innerhalb von 2 Minuten, ja. Ne, den Elf bist du uns ja sowieso noch schuldig aus der vorherigen Mission. Ich? Wieso? Der Elf ist doch von sich aus verschwunden. Ich hab nicht weggezaubert. Willst du ihn halt einfach mal auffangen, richtig? Den hat's einfach durchs Wetter geschossen. Ich konnte auch nichts dafür. Aber ja, hätten wir da gewusst, wie lange wir noch hier bleiben, dann hätten wir den auch noch ein bisschen leiden lassen können. Nicht falsch. Meine Güte, ist das hier aber auch so Arschdunkel, ne? Achso, ist der Panda. Oh, jetzt habe ich die Mine gelegt, verdammt. Moment, muss ich wieder einsammeln. Das Witzige ist auch, bei mir ist es so, wenn ich die 1er fahre, da wo die erste Überlagerung ist. Da bin ich richtig. Da fährt er trotzdem einfach irgendwie weiter. Da stoppt zwar der Charakter bei mir ganz kurz, aber dann geht es plötzlich doch weiter. Aber es gibt so ein paar Dinge bei der 1, die halt nicht mehr funktionieren. Ja. Naja klar, da wo die große Überlagerung ist, sowieso nicht. Oh Gott, was ist denn da? Da ist was ganz Großes. Wir haben da ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Da bei der 2. Überlagerung. Das war einfach mal anpingen. Einmal anpingen. Nein, nein, lass die mal selber. Die sind sonst mal aus ihrem. Ah, das Geld ist mal da. Sieht, Alter, meine Güte! Ich hab doch eh gedrückt, ey. Bist du schon wieder tot? Ja, weil ich permanent irgendwo runterfalle. Also ich mach's übrigens absichtlich, mich hinzurichten, aber du? Also ich behaupte mal, auch wenn das jetzt bis hierhin geklappt hätte, da hätte es uns rausgehauen, aus der Kurve. Die ist zu spitz. Fuck, 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 fuck! Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige oder falsche Richtung fahre jetzt. Verdammt. Alter, wie lange geht denn das noch? So. Uiuiui. So, wo geht denn hier? Wo geht denn hier die 1 weiter? So, Santa ist kaputt. Erstmal. Die 1 ist hier oben gerade wieder am Drop-Hot.
wo wir weiterbauen. Ja, ich fahre die irgendwo entlang und dann hat es mich jetzt auch aus der Bahn geworfen und dann weiß ich jetzt wieder schon nichts mehr, wo die 1 überhaupt ist. Ah, ne? Das ist ein Feature. So. Ja, wie ein Labyrinth, nur gerade. Genau. Also ich beschütze die 1 nicht. Ja, die haben Die Lecks nie finden, weil wir uns ständig verfahren hier auf einer fahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Auf fest vorgelegten Rohren verfahren, ja. Die Map ist ein bisschen unübersichtlich, also. Wie wenn du bei der Deutschen Bahn einsteigst und plötzlich hält die an und sagt, ja, pff, ich habe keine Ahnung, wo ich langfahren muss. Ja, aber da ich mit der blöden Idee kam, gucke ich, dass ich die meisten Sachen einfach selber fix, weil ich kann mich ja überall. Ja, nee, alles gut, nicht falsch verstehen. Das ist wir haben hier oben. Ja, wir das haben ist hier nur oben. Gespielt, was ich hier mache. Ich bin nicht wirklich genervt. Ist die ist verbunden, endlich. Alles gut, aber wir haben hier oben allein schon so viele Nodes um das Dropport herum. Da werdet ihr mehr als genug zu tun haben. Und ich kümmere mich um die ganzen Sachen da unten. Hä? Ich tu meine Dinger hier aufstellen und lehne mich zurück. Genau, Alex stellt zwei solche Bots auf und dann machen die das schon ganz alleine. Die ganze Bahn verteidigen die. Ja genau, die fahren die Bahn dann hoch und runter, kommen ab und zu vorbei, um hoch wieder geladen zu werden und dann war's das. Oh, das wäre ja lustig. Jetzt fahr ich hier schon wieder zurück zur Bahn. Okay, Robin, ich bin verwirrt. Ich bin komplett verwirrt. Warum? Nein, weil ich einfach nicht, weil ich ums Verrecken nicht dahin komme, wo weitergebaut werden muss. Ja, wir sind doch schon fast schon durch, oder? Schon. Die doch eigentlich ganz schnell. Easy. Ach, da hinten sehe ich euch. Incoming! Smoke him if you got him. And another one. Das Ding hört nicht. Ja, kurz und knapp verbunden. Easy. Knapp, ich hämmer schon seit 20 Minuten auf der 1 rum. Weißt du, das wäre jetzt die Minute 59 gewesen, ja, weil du da hier so nicht nur eine Kurve eingebaut hast. Weißt du, du kommst hier bei den letzten drei Dingern da an, das heißt, das war doch ganz gut. Ja. Oh, ich habe keine Muni mehr. Rimmel jetzt hoch, tanken alle nochmal nach und dann gucken wir, dass wir jetzt die letzten 4 Minuten noch irgendwie verteidigen. Ich habe noch nie so was Schönes gebaut. Außer beim Kacken. Wow. Aber schaut euch bloß nicht die Map an. Schaut euch bloß nicht die Map an. Du Scheiße, hier ist aber richtig viel Party gerade. Ja! Ach, also die Höhle hat Krampfadern, ohne Ende. Die müssen mal gezogen werden. Ich sehe hier nur einen Zwerg. Wo willst du davon ziehen, ey? This never gets old. Es ist wunderschön! Und das Schöne ist, da liegen überall noch diese Leuchtdinger da. Das ist eine ganze Müllhalde hier, ey. Das eine Loch, das ist der Wahnsinn. Da liegen 30 solche Lichtdinger hier. Oh, eine Spinne. Ja klar, was willst du jetzt von mir geweckt? Ich hab schon mal die Pumpe angeschalten, weil. Sehr gut. Ich finde den Weg auch nichts mehr zurück, glaube ich. Das wird. Scheiße, abgeholt! Och, come on, ey. Ach, da oben bist du. Soll ich dich holen? Naja, für mich selber stehe ich nimmer. Alex, keine Sorge, ich komme. Ja, das war meine Befürchtung. Robin ist Teil der Lösung. Bitte schön. Ich komme sehr langsam, wie ich vorhin gedacht habe. Ich bin denn jetzt überhaupt lang? Da ist die Hauptbasis. Hallo, ich bin auch da. So, jetzt geht's los, jetzt wird's lustig. Ja. Seid ihr auch auf der 1? Ja. Das ist so dunkel, ich seh nicht mal, wo hier was kaputt sein soll.
Ich schaue gerade. Da! Lass doch einmal darauf stehen! So, 2 ist repariert. Wer macht die 1? Wenn ich wüsste, ob ich in die richtige oder falsche Richtung fahre, könnte ich ja sagen, ne? Naja. Aber jedes Mal, wenn ich davon runterschleuder, weiß ich schon nichts mehr, in welche Richtung es weitergeht. oh Gott, das ist so schnell, das ist so schnell. Die 3 ist auch fertig. Okay, andere Richtung. Wieso an? Echt, sind wir fertig hier? So. So, Jungs, suchen wir jetzt mal ein paar Lecks. Ah, ich sehe sie. Da hinten. Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. Ich komme auch langsam. In 2 Minuten sind wir da. Aber ich glaube, das muss dann fast schon gewesen sein. Ja. Yep. Sehr gut. Ich will nicht wegfahren. So, wir müssen die Stunde auch voll haben. Ja, ich mag es hier unten, habe ich gerade als Achievement bekommen. Sind wir jetzt echt in der Mission schon eine Stunde lang drin? Ja. Ja! Ein Achievement erfüllt. Nice. Da warst du wenigstens nicht ganz umsonst. Ja. Genau, ja, weil ich mein, Achievement ist ultra wichtig, weil ich das für was brauche. Kannst dir jetzt Steam in dein Profilbild anzeigen lassen, glaube ich. Genau. Ah, ja. Als Aushänger. Ja, genau. Außerdem kommt das gut bei den Ladies an, wenn sie wissen, dass du genug hast. Rohr verlegen kannst, eine Stunde genau. lang. Eine Stunde Rohr verlegen. Ich war das letzte Mal eine ganze Stunde in der Höhle drin. Und haben drin rumgefuhrwerk. Ja. Es war trocken, es kamen giftige Winde entgegen und trotzdem haben wir das Rohr verlegt. Ja, du hast dabei geholfen, das Rohr zu verlegen. Genau, ich war nicht dabei. Ne? Wir brauchten noch 2 weitere Hände, aber es war, das ging sonst nicht. Als ob ich hier überall wegdutsch. Lass mich doch mal hier drauf. Ah, das ist da hinten. Warte, ich bin auf dem Weg. Not ready. There's recharging. Hi. Pipeline repaired, but other pipelines are still malfunctioning. Ich bin gerade auf der 1. Ich suche gerade irgendwie das Leck auf der 1, aber ich find's nicht. Ja. Ja, fahr's doch mal ab. Ja, ich bin schon dabei, ja. Da hinten ist noch ein Leck, wo ich mal hinschaue. Ja, da sind sogar 2. Beide auf. Ich erkenn's nicht. How do I get off? Das ist die 2er. Und da ist auch noch ein Leck. Also hier sind jede Menge Lecks auf der Stelle. Die habe ich gleich, oder? Das müsste dann die 1 sein. Das ist relativ einfach. Ganz rote Lichter, die hier blinken. Oh. Ja, also das Beste ist, glaube ich, einfach hauen, wo du so ein rotes Licht siehst und wenn es zu weit weg ist, Bescheid geben. Weil für mich ist es halt ein bisschen rumgesprengt. Ja, mit die ganzen Lichter leuchtet doch dann rot, oder nicht? Von der Pipeline, aber es gibt diese roten Kegel, an denen die kaputt sind. Ah, okay. Wenn du so einen aus der Entfernung siehst, kann ich da halt einfach kurz hin. Wir müssen mir nur mit dem Pager kurz zeigen, wo ich hin muss. Weil je nachdem, wo sehe ich es nicht. Falls überhaupt noch mal eins kommt. Natürlich.
So, da zum Beispiel, guck mal. Da ist so ein rotes Lichtchen, da unten ist so ein rotes Lichtchen. Sowas meine ich. Seh's nicht. Wisst ihr, was da drin ist? Wir es zu tun. Noch ein Augen auf. Warte mal, ich sehe da bei einer sehe ich was, ja. Die roten Alarmlampen quasi. Genau. Und da hinten, die da ganz weit weg sind, um die kümmere ich mich einfach kurz. Ja, wer liegt denn da schon wieder quer? Hast du einer? Wer ist denn da tot? Keiner, oder? Niemand. Nö. Bei mir wurde gerade einer tot angezeigt. Wenn du einen Gegner anpingst, hat er auch so rote Linien. Oh, die 2 ist komplett gefixt. Ich hab 1. Warte mal, was war das auf welcher? Das war bei der 3, habe ich 1 gestopft. Nein! Ich hab noch nie etwas so Schönes gesehen. Hier habe ich noch 1. Ich bin auch noch bei einem. Ja. Müsste wahrscheinlich das letzte haben. Ja. Sehr gut. Achso, jetzt bin ich ja am Ende angekommen. Ups. Ja, dann versuchen wir dann wieder zurückzufahren. Hinten durch die Spinnen durch. Das ist eine richtige Geisterbahn hier gerade. Und ich glaube, wir sind uns alle sicher, dass wir jetzt einfach abhauen. Wow. Was? Easy. Aber doch schon erledigt die Mission. Ja, vor allem, wir sollten auf jeden Fall hier einen Freizeitpark aufmachen. ich hab gehört, es gibt noch ein geheimes Achievement. Wenn man 28 Stunden in einer Höhle ist, dann gibt es ein Golden Achievement. Für seid ihr Vollidioten. Alex, du kannst so eh nicht schlafen. Ja. Danach schon. Doch, dann schon. Genau. Glaub mir. Dein Projekt, Alex, ist es, irgendwann mal eine Höhle so auszubauen, dass es nur noch Rohre gibt. Nichts anderes mehr. Ja, genau. Ja, ich werde es hier so ansehen, ne? Dann sind wir ja schon echt nah dran. Oh, jetzt viel Spaß beim Rohre raten, welches dahinter zu dem Drop-Pod führt. Oh, ich wollte nur rüber. Warum spuckst du mich denn an? War doch nicht so. Kann ich sagen, es ist die 1. Die 1. Wir haben jetzt auch spekuliert, ja. Bin ich auf der 1? Ja, die 1. Die 1 passt, ja. Wie der halt einfach ein Stückchen aus dem Rohr rausgenommen hat. Ich habe aber ganz ehrlich noch nie mitbekommen, dass das Drop-Pod auf einem Rohr gelandet ist. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass das Drop-Pod auf einem Rohr unterkam. Wahrscheinlich, weil sonst immer ein bisschen Platz übrig war, wo es sonst noch landen könnte. Oh Gott, jetzt hat's mich... Nein! Jetzt hat's mich in die Hülle reingeworfen. Oh Mann, ey, jetzt... Welche Bahn muss ich jetzt wieder nehmen? Probieren wir es mal mit der. Zwei Minuten habt ihr noch, ne? Ich bin da. Oder? Ich bin doch hier richtig, ja. Ich glaube, ich fahre hier gerade auch richtig. Warte mal. Das sind aber wirklich nur mehr Spinnen, oder? Ja, das... So, kann einer den hier mal kurz ein bisschen ablenken? Ja, aber dann, ja. Er hat eh schon Bock auf mich, glaube ich. Oh Leute, ich komme. Nice. Ich bin da! Wunderbar. Ich bin stolz. So, macht euch nochmal einen Screenshot. Ja, das war eine extrem geile Nummer hier. Wir müssen nochmal uns über geil und so unterhalten. Ich glaube, ihr habt da ganz andere Auffassungsgaben.
Wir definieren ja, wenn was drauf, geiles. Was ist, das ist vielleicht das falsche. Na, wollen wir es nochmal probieren? Also ich fand das gerade mit euch sehr spaßig. Und ich guck die Mission dafür, war erfolgreich. So, ja. Hätten wir ganz gerne noch das abschließende Snoopy-Urteil, ja? Sie wären in der Bahn 1 und 3 eingeschlafen. Das glaube ich nicht.